In diesem Video geht es um die 5 häufigsten Fehler bei der Einnahme von Zeolit und natürlich verrate ich dir auch, wie du diese Fehler ganz einfach vermeiden kannst. Und am Ende des Videos stelle ich dir den Ferrari unter den Toxinsammlern vor. Was ich in diesem Video nicht machen werde, ist irgendeine Abhandlung vorzustellen von Studien und Erklärungen, was Zeolit eigentlich ist. Ich vermute mal, wenn du dieses Video schaust, wirst du das schon wissen, dass Zeolit ein Vulkangestein ist und ein richtig wertvolles Geschenk dieser Erde, auf der wir leben. Denn ja, wir sind jeden Tag von unzählig vielen Schadstoffen umgeben. Und selbst wenn du super gesund lebst und einen Low-Tox-Lifestyle lebst, so wie ich das ja auch tue, ist es sehr, sehr schwer, wirklich auf sämtliche Toxine zu verzichten. Zumindest, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag total den Stress machen möchte und irgendwo ADW in einer kleinen Hütte leben möchte, dann sind wir tatsächlich jeden Tag immer noch von sehr vielen Schadstoffen umgeben. Und das ist einer der Gründe, warum Zeolit ein so wertvolles Produkt ist, was wir jeden Tag nutzen können, um uns von diesen Schadstoffen zu befreien. Insbesondere, wenn du eine Entgiftungskur machst oder fastest oder irgendeine Art von Umstellung deiner Ernährung vornimmst, in der es dazu kommen kann, dass Schadstoffe und eingelagerte Toxine in deinem Körper mobilisiert werden. Insbesondere dann ist es so wichtig, dass du einen sogenannten Toxinsammler hast. Also ein Mittel, in dem Fall eben das Zeolit, von dem ich hier spreche, was die Toxine, die frei werden, bindet und deinem Körper dabei hilft, dass sie aus dem Körper ausgeschieden werden. Nur ganz kurz dazu, was Zeolit eigentlich macht. Zeolit wirkt mit Hilfe eines Ionenaustausches. Das heißt, das Zeolit gibt wertvolle Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium und Magnesium an den Körper ab und absorbiert alle möglichen schädlichen Stoffe wie toxische Metalle, Schwermetalle, aber auch Leichtmetalle, Glyphosat, generell sämtliche Insektizide, Herbizide, alle möglichen Chemikalien und Stoffe, die in deinem Körper nichts zu suchen haben. Und in diesem Video geht es, also immer wenn ich von Zeolit spreche, spreche ich von Cleanup Telolit, Zeolit. Es gibt über 150 verschiedene Arten von Zeolit, auch Asbest ist ein Zeolit. Allerdings, wie du wahrscheinlich weißt, keine gesunde Art von Zeolit, Asbest sollten wir nicht einnehmen. Ich spreche hier tatsächlich immer von Cleanup Telolit, Zeolit. Und jetzt komme ich auch schon zu den 5 häufigsten Fehlern, die oft gemacht werden bei der Einnahme von Zeolit. Fehler Nummer 1 ist der Abstand zu Medikamenten. Zeolit, wie gesagt, bindet sämtliche toxische Substanzen und auch Chemikalien, die in deinem Körper sind. Und ja, in manchen Medikamenten sind eben Stoffe, die auch von Zeolit gebunden werden. Zeolit meint es dabei natürlich nur gut. Vielleicht nimmst du aber Aspirin oder andere Medikamente ein, die du aus bestimmten Gründen einnehmen willst oder musst. Und dann ist es sicherlich nicht gewünscht, dass bestimmte Wirkstoffe darin gebunden werden, sondern dass sie eben wirken. Und deswegen solltest du mindestens 2 Stunden Abstand zu der Einnahme von Medikamenten halten. Fehler Nummer 2 ist, das Zeolit nicht nüchtern einzunehmen. Zeolit wirkt hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt. Das sind die Orte, wo Zeolit so richtig schön deinen Körper reinigt und aufräumt. Wenn wir das jetzt mal übertragen auf eine samstagsvormittägliche Putzaktion in deinem Keller, also du nimmst dir vor, deinen Keller so richtig schön sauber zu machen, durchzusaugen und durchzuwischen, dann wirst du ja sehr wahrscheinlich, um auch in die letzte dreckige Ecke deines Kellers zu kommen, erstmal alle Werkzeugkisten, Materialien, alles Mögliche, was da rumsteht, wirst du ja wahrscheinlich erstmal wegräumen, damit du richtig gründlich sauber machen kannst. Und deswegen ist es übertragen auf die Entgiftung mit Zeolit so wichtig,
dass dein Magen relativ leer ist. Denn dann kann das Zeolit richtig schön wirken. Deswegen solltest du eine halbe bis eine Stunde Abstand halten zu den Mahlzeiten. Also erst nach einer halben Stunde bis Stunde, nachdem du das Zeolit eingenommen hast, solltest du was essen. Oder du könntest auch bis zu oder ab zwei Stunden nach der Mahlzeit das Zeolit zu dir nehmen. Beides ist möglich. Die meisten präferieren, das morgens einzunehmen, direkt nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen. Fehler Nummer 3 ist, dass häufig nicht genügend Wasser hinterher getrunken wird. Zeolit neigt dazu, wertvolles Gewebewasser an sich zu binden und damit auch so ein bisschen zu klumpen. Und seine volle Wirkung kann es erst dann entfalten, wenn du wirklich genügend Flüssigkeit dazu trinkst. Im Idealfall ist das natürlich entweder ein gefiltertes Wasser oder ein gutes Quellwasser aus Glasflaschen. Also damit würde ich sagen, ein schadstofffreies, gutes, hochwertiges, stilles Wasser. Empfohlen wird so ungefähr 400 Milliliter Wasser hinterher zu trinken. Das ist unabhängig davon, ob du das Zeolit in purem Pulver, in purer Pulverform nimmst und das in Wasser auflöst oder ob du das Zeolit in Kapselform nimmst. Beides ist natürlich absolut möglich. Nur solltest du in beiden Fällen hinterher mindestens 400 Milliliter Wasser trinken und natürlich bei einer Entgiftung auch über den Tag verteilt sehr viel trinken, denn Wasser ist ein Lösemittel in unserem Körper und sorgt eben dafür, dass Toxine noch viel besser abtransportiert werden können. Fehler Nummer 4 ist die Angst vor Aluminium. Genau genommen ist es eigentlich gar kein Fehler, sondern eher so etwas wie die angezogene Handbremse auf dem Weg zu besserer Gesundheit. Denn um es vorwegzunehmen, diese Angst ist völlig unbegründet. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Eingangs habe ich schon erwähnt, dass Zeolit ein wundervolles Geschenk unserer Natur ist. Dieses Geschenk hilft uns dabei, mit vielen, vielen Schadstoffen in unserer Umwelt viel besser klarzukommen, beziehungsweise hilft unserem Körper dabei, sich von diesen Schadstoffen zu entledigen. Und ja, vielleicht gefällt das nicht unbedingt jedem und es wird hier und da immer mal wieder Angst geschürt und es kommt immer mal wieder dieses Argument rum, dass es gefährlich ist, Zeolit einzunehmen, weil man damit den Körper mit Aluminium belastet. Dazu gibt es jedoch Studien, eine Studie mit Ratten, aber auch mit Sportlern, wo man ganz klar gesehen hat, dass selbst wenn sich durch die Magensäure ein bisschen Aluminium aus dem Zeolit lösen sollte, dass es eben nicht in den Blutkreislauf gelangt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Zeolit auch Silizium enthält und Silizium die Bioverfügbarkeit von Aluminium reduziert und mehr noch sogar auch dabei hilft, Aluminium aus dem Körper auszuleiten. Also wie gesagt, diese Angst ist völlig unbegründet, vor allem, und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du ein Clinoptilolid, Zeolit einnimmst, was als Medizinprodukt gekennzeichnet ist. Fehler Nummer 5 liegt häufig in der Korngröße. Auf der einen Seite sollten die einzelnen Körner bzw. Fragmente im Zeolit nicht zu groß sein, auf der anderen Seite sollten sie auch nicht zu klein sein. Wenn die einzelnen Körner zu groß sind, sinkt damit die Gesamtoberfläche und damit auch das Potenzial, Schadstoffe zu adsorbieren. Wenn die einzelnen Körner oder Fragmente jedoch zu klein sind, vor allem wenn sie im Nanobereich liegen, dann ist die Gefahr groß, dass sie die Darmschleimhaut passieren und das sollte nicht passieren. Und außerdem, wenn die Fragmente zu klein sind, kann es auch passieren, dass die Gitterstruktur des Zeolits, also das Zeolit besteht aus einer Art Gitterstruktur, dass diese Struktur zerstört wird und damit auch die Fähigkeit, diesen Ionenaustausch, der eigentlich erst dazu führt, dass Schadstoffe adsorbiert werden können, dass der gar nicht mehr stattfinden kann, weil die Gitterstruktur, ja, kaputt gebrochen wurde, dadurch, dass die einzelnen Fragmente zu klein sind. Das ist jetzt eigentlich der Nanobereich. Also der Nanobereich liegt immer unterhalb von 100 Nanometern. Also wenn die Partikel unterhalb von kleiner sind als 100 Nanometer, dann geht man vom Nanobereich aus. Wenn du allerdings, wie schon erwähnt,
ein Zeolith-Produkt kaufst, das als Medizinprodukt gekennzeichnet ist, dann bist du absolut auf der sicheren Seite und dann werden keine Nanopartikel enthalten sein. Das waren sie nun also die 5 häufigsten Fehler bei der Einnahme von Zeolith. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, super, ich beachte all diese Dinge, was ist denn jetzt der Ferrari unter den Toxinsammlern, welches ist das beste und effektivste Produkt, was ich einnehmen kann? Dabei ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass ein herkömmliches Zeolith-Produkt in Pulverform, von dem ich eben auch gesprochen habe, hauptsächlich den Magen-Darm-Trakt von Giften befreit. Also es wirkt hauptsächlich im Magen-Darm-Trakt. Dadurch entsteht eine Art Sogeffekt. Heißt, vorhin habe ich von dem Keller gesprochen, den du vielleicht mal ein- oder zweimal im Jahr so richtig schön reinigst. Genauso wird vom Zeolith auch dein Magen-Darm-Trakt gereinigt. Und sobald das richtig schön sauber ist, werden andere Gifte im Körper an anderen Stellen wieder mobilisiert, weil sich dein Körper denkt, super, da ist ja jetzt alles sauber, ich kann ja jetzt nachschieben. Und dann werden wieder Gifte Richtung Magen-Darm-Trakt geleitet. Allerdings kann es hierbei passieren, dass sie das Ziel nicht so richtig finden und sich auf dem Weg wieder irgendwo anders ablagern. Also es kann zu einer Art Entgiftungskrise dabei kommen oder auch zu einer Art Rückresorption von Giften. Deswegen empfehle ich meinen Kunden und nehme das auch jeden Tag selber, spezielle Entgiftungstropfen auf Basis von Clinoptilolid-Zeolith. Es ist kein herkömmliches Zeolith mehr. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Es sind Tropfen auf Basis von diesem Vulkangestein. Und das Besondere an diesen Tropfen ist, dass sie den Körper dabei unterstützen, passiv, systemisch und sanft zu entgiften. Diese Tropfen sind zellgängig. Es ist unter anderem auch Vitamin C enthalten in den Tropfen. Das Vitamin C öffnet die Zelle, also ist sozusagen der Schlüssel oder der Türöffner für die Zelle. Dadurch kann dieses Produkt in die Zelle gehen. Das Besondere ist, dass es die Gifte an Ort und Stelle, also egal wo es gerade bei dir im Körper hingelangt, greift, wie mit so einer Faust, wie ich die jetzt hier gerade mache, festhält und so lange festhält, bis diese Schadstoffe aus dem Körper mit dem Urin ausgeschieden werden. Es ist also eine sehr sanfte und passive Art der Entgiftung von Kopf bis Fuß. Das heißt, weder Leber noch Nieren werden dabei belastet. Das ist die eine Sache, die diese Tropfen so wertvoll machen. Und die andere, du kannst all diese Fehler mit diesen Tropfen oder fast all diese Fehler gar nicht mehr machen. Okay, zu Medikamenten sollte man trotzdem Abstand halten, das auf jeden Fall. Und du solltest auch ausreichend trinken. Allerdings ist es so einfach, diese Tropfen einzunehmen, dass du sie auch kurz vor dem Essen einnehmen kannst oder direkt danach. Also du musst nicht unbedingt auf spezielle Tageszeiten achten. Ich empfehle trotzdem, direkt morgens auf nüchternen Magen das zu nehmen und dann abends nochmal vor dem Abendessen oder manche nehmen es auch vor dem Schlafengehen. Ich zeige mal, wie einfach das geht. Man drückt hier oben drauf, bis die Pipette gefüllt ist. Dann sieht man hier diese Pipette gefüllt mit den Entgiftungstropfen und die tropft man sich einfach unter die Zunge. Fertig. Man muss nichts anrühren im Wasser, nicht irgendwie warten, bis es nicht mehr klumpt. Man muss keine Kapseln schlucken. Man muss auch nicht direkt hinterher super viel trinken, was natürlich trotzdem empfohlen wird. Generell bei einem Entgiftungsprozess ist über den Tag verteilt ausreichend Wasser zu trinken, weil ja, es werden auch hier Gifte gebunden und je mehr du trinkst, desto besser können eben diese Gifte auch ausgeschieden werden mit dem Urin. Also je mehr wir trinken, desto mehr müssen wir auch auf Toilette, desto besser funktioniert auch die Entgiftung. Also das ist meine Empfehlung, einfach weil sie so einfach zu nutzen sind und weil sie viel, viel effektiver von Kopf bis Fuß wirken können, als es jemals ein pulverförmiges, normales, herkömmliches Zeolith-Produkt kann. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, habe ich auch einen Erfahrungsbericht, den habe ich auch als Interview, als Video aufgenommen, den verlinke ich dir auch nochmal unterhalb dieses Videos und natürlich stelle ich dir auch den Link bereit, damit du weißt, wo du diese Tropfen kaufen kannst. Ganz wichtig, wenn du die Tropfen bestellst,
den Link, den du unterhalb des Videos findest, das ist mein persönlicher Partner- bzw. Affiliate-Link. Wenn du über diesen Link bestellst, dann ja, kann ich dich auch optimal unterstützen. Wenn du Fragen hast, darfst du sie gerne stellen. Schreib mir eine E-Mail und stell mir die Fragen, die du hast. Oder auch wenn du beim Bestellprozess auf Schwierigkeiten stößt, melde dich jederzeit gerne bei mir und dann finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Okay, dann bin ich gespannt von dir zu hören. Nutzt du vielleicht die Clean Slate Tropfen sogar schon? Hast du vielleicht einen dieser fünf Fehler oder vielleicht alle Fehler auch schon mal gemacht? Welche Erfahrungen hast du generell mit der Einnahme von Zeolit gemacht? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu lesen und ich beantworte auch die Kommentare immer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Stay Detoxed, deine Julie.